Das Video zeigt uns einen Teil der Innenstadt um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Welt war vordergründig eine heile und der Kaiser lebte schon immer und stirbt nie. Unser Spaziergang beginnt beim Heinrichshof gegenüber von der Staatsoper und führt uns anschließend zum Hotel Sacher. Der Heinrichshof wurde vom Ziegelbaron Heinrich Drasche Ritter von Wartenberg als Nobelzinshaus in Auftrag gegeben. Architekt war Theophil Hansen. Die Wiener Oper wurde in der Zeit von 1861 bis 1868 erbaut. Die Architekten waren August von Sickertsburg und Eduard van der Nüll. Das Hotel Sacher steht auf dem Grundstück des ehemaligen Kärntner Tortheaters. Der Gastronom Eduard Sacher eröffnete 1876 das Hotel. Sein Vater Franz Sacher war der Legende nach der Erfinder der Sachertorte. Nach dem Tod ihres Mannes Eduard 1892 führte seine Frau Anna Sacher das Hotel weiter. Vom Hotel Sacher machen wir einen Abstecher zum Albertinerplatz. Die Albertiner ist ein Kunstmuseum im ehemaligen Palais Erzherzog Albrecht, einer historischen Residenz der Habsburger. Der Name bezieht sich auf Albert Kasimir, Herzog von Sachsen-Teschen. Der Philipphof war ein sehr repräsentatives Wohnhaus. 1945 wurde das Gebäude bei einem Bombenangriff kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und verschüttete knapp 300 Menschen unter sich. An seiner Stelle steht heute das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. Nun zurück zur Kärntnerstraße. Das Palais Todesco steht der Oper gegenüber. Es wurde in den Jahren 1861 bis 1864 von den Architekten Ludwig Förster und Theophil Hansen für Baron Eduard von Todesco erbaut. Thank you.
Über die Kärntner Straße erreichen wir den Stephansplatz, den Stephansdom, und im Anschluss geht es über den Graben Richtung Kohlmarkt. In der Barockzeit wurde der Graben ein bevorzugter Promenadenplatz, nicht nur für die feine Gesellschaft, sondern auch der Grabenfräuleins bzw. der Grabennymphen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Graben zu einer Luxusmeile. Vom Graben geht es über den Kohlmarkt zum Michaelerplatz, zum Alten Burgtheater und zur Hofburg. Das alte Burgtheater musste dem neuen Michaelertrakt der Burg weichen. Über den Heldenplatz, ein Teil des ursprünglich großartig geplanten Kaiserforums, gehen wir weiter zum Maria-Theresien-Platz, auch der ein Teil des geplanten Kaiserforums. Das Kaiserforum sollte die Krönung der neuen Ringstraße werden. Geplant wurde das Mammutprojekt von den Architekten Gottfried Semper und Karl von Hasenauer. Von Kaiser Franz Josef genehmigt. Baubeginn war 1871. Aus unterschiedlichen Gründen blieb das Projekt ein Torso. Abschließend machen wir noch einen Blick in den Volksgarten und beenden unseren Rundgang im Burggarten. Das Paradeisgartl gab es ab 1755 und wurde ab 1823 zum Volksgarten. Thank you.
Der Burggarten war bis zum Ende der Monarchie der Privatgarten des Kaisers.